Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 34. Spieltag, das große Finale in der Bundesliga steht an. Und ja, Meisterschaft wissen wir bereits, aber es geht noch im internationalen Geschäft darum, wer sich für welche Liga qualifiziert, beziehungsweise wer wohin darf. Königsklasse, Europa League oder Conference League. Und im Abstiegskampf, vielleicht einige schon vorentschieden, 3 Punkte Unterschied zwischen alle drei Parteien. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel, oder besser gesagt, das erste Spiel des 34. Spieltages, die finden nämlich alle gleichzeitig statt, ist das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Und bei den Bayern im letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart gab es nur ein 2:2, was ja der ein oder andere Münchner Fan vielleicht ein bisschen traurig gestimmt hat, denn es gab ja viele Möglichkeiten für den FC Bayern München, dieses Spiel für sich zu behaupten, aber am Ende hat es eben dann das ein oder andere Mal das Aluminium den VfB Stuttgart gerettet. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, durch diese Punktesituation vom VfB Stuttgart, haben wir natürlich einen spannenden Abstiegskampf oder eben auch nicht. Gegner Wolfsburg 1:0 gewonnen gegen den ersten FC Köln, insbesondere eben durch ihren Torwart, durch den Schlussmann eigentlich im Spiel gehalten, der SFC Köln. Klar das offensivere Team an Abschluss. Ja, hat der VfL Wolfsburg aus 2 minimalen Chancen neben 2 Tore gemacht, wobei 1 ja aberkannt worden ist, aber was auch völlig in Ordnung ist. Aber dennoch 1:0 gewonnen. Jetzt im letzten Spiel gegen den FC Bayern München geht es um nichts mehr. Mit dem Klassenerhalt ist man durch und ich denke mal, in diesem Spiel gewinnt der FC Bayern mit 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim. Bei den Hoffenheimern im letzten Spiel 2:4 verloren gegen die Werkself aus Leverkusen. In Durchgang 1 war man noch zielstrebig, in Durchgang 2 irgendwie nicht mehr. Ja, da ist natürlich die Frage, Saisonende ausklingen lassen. Ja, weil im Endeffekt, es geht jetzt um nichts mehr, weil das internationale Geschäft ist zu weit weg, auch wenn der VfL Wolfsburg so ein bisschen geholfen hat, aber hat ja nicht sollen sein. Für die TSG heißt es nächste Saison komplette Konzentration auf die Bundesliga. Gegner Gladbach, genau dasselbe, komplette Konzentration auf die Bundesliga, kein internationales Geschäft. Dieses Mal drinne für Borussia Mönchengladbach, 1:1 unentschieden gegen die Eintracht aus Frankfurt gespielt, ein schnelles Tor am Anfang des Spiels. Ja, es sah vieles danach aus, dass Gladbach dieses Spiel mit 1:0 mehr oder weniger über die Runden bringt, also ja, mehr oder weniger, also da hat die Borussia ein bisschen zu wenig in der Offensive getan aus meiner Sicht, um diesen Sieg definitiv eintüten zu können, insbesondere in Halbzeit 2, als Frankfurt dann besser war. Ein Abschluss dann doch ein sehr glücklicher Punkt. Ja. Und jetzt im Spiel gegen die TSG Hoffenheim, denke ich auch mal, wird es in die ähnliche Richtung gehen. Beide Teams werden definitiv nicht Vollgas geben. Und in dem Spiel gibt es am Ende ein Unentschieden, ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Augsburg und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und für die Fürther, ja, nach einem Jahr wieder Bundesliga ist man wieder abgestiegen. Das hatte man schon damals gehabt, als man in der Saison 2012, 2013 in der Bundesliga war, war man auch direkt wieder abgestiegen. Ja, dieses Mal ist es ähnlich gelaufen. An Abschluss ist eben der letzte Platz dann doch für Fürth in dieser Saison an Abschluss gewesen. Ja, auch wenn man jetzt auch gegen Borussia Dortmund zwischendurch gesehen hat, warum die Fürther in der Rückserie doch relativ viele Punkte geholt haben gegenüber der Hinserie. Ne, man hat irgendwie so ein bisschen den Sieg gewollt gegen Borussia Dortmund, aber bei allen Abschluss das eben nicht auf den Rasen gezeigt und so hat man dieses Spiel mit 1:3 verloren. Augsburg hat das hingegen das Spiel mit 0:4 verloren. Da war nichts von dieser Motivation dabei, die sie eigentlich die letzten Spiele gezeigt haben, weswegen sie dann den Klassenerhalt geholt haben. So kann man jetzt das Spiel gegen Greuther Fürth relativ entspannt angehen. Ich denke aber dennoch, dass Fürth das definitiv nicht entspannt angehen wird. Die wollen dieses Spiel gewinnen, damit sie nochmal das letzte Spiel in der Bundesliga vorerst siegreich abschließen können, aber es wird den Fürthern nicht gelingen. Am Ende ein 0:0. Der FC Augsburg wird wahrscheinlich in Richtung Sommerpause tendieren und Fürth wird wahrscheinlich in Richtung Sieg tendieren, was aber eben dann doch keiner wird. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und der Eintracht aus Frankfurt. Die Frankfurter mit der B11
gegen Borussia Mönchengladbach, eben weil jetzt definitiv die Europa League wichtiger ist. Was aber auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung ist. Man ist irgendwo im Mittelfeld der Liga, das geht völlig in Ordnung. Also ja, der eine oder andere mag jetzt sagen, es könnte ein bisschen so Wettbewerbsverzerrung sein, aber ja, ne? International ist dann schon manchmal wichtiger, insbesondere das große Finale gegen die Glasgow Rangers. Ja, große Frage, wie wird das denn gegen Mainz laufen, denn Finale ist ein bisschen wichtiger, könnte ich mir vorstellen, auch wenn es ein Derby ist, dass man trotzdem da jetzt nicht mit A-Garde auftreffen wird, weil man eben Spieler schonen möchte, eben für das große Endspiel. Beim FSV Mainz 05, der Erfolg gegen die Hertha hat ja eine ganz okay Saison im Endeffekt eigentlich okay abgeschlossen. Mainz hatte das Potenzial, oben mit dabei zu sein, aber ja, das ein oder andere Formtief hatte eben dann doch die Mainzer dazu gebracht, dass man einen Abschluss im Mittelfeld der Liga landet. 2:1 Erfolg eben gegen die Hertha, ein knapper Erfolg, was jetzt gegen die Frankfurter ähnlich laufen wird, aber ein Abschluss zu 0. Mainz gewinnt mit 2:0. Aber jetzt geht's in den internationalen Wettbewerbe und ab jetzt könnte es vielleicht spannend werden. Das erste Spiel ist das Spiel zwischen der Werkself aus Leverkusen und dem SC Freiburg. Und ja, Freiburg hatte das schon so ein bisschen in der eigenen Hand, eventuell in die Königsklasse einziehen zu können, zu dürfen. Und ja, irgendwie hat man dann in Halbzeit 1 das irgendwie so komplett verschwitzt. Also so, ja, wenn der Gegner Tore macht und du selber nicht, ne, an der Abwehr, immer wieder an der Abwehr gescheitert, und als man dann in Durchgang 2 dann durch die Abwehr durchkam, dann ist man am Torwart gescheitert. Es ist so viel schlecht gelaufen für den SC Freiburg, die natürlich jetzt dementsprechend in diesem Spieltag gegen Leverkusen auf jeden Fall viel riskieren müssen, um eben eventuell sogar noch in der Königsklasse dabei zu sein. Leverkusen, ja, ist eben die große Frage, wie jetzt Leverkusen auftritt. Denn für die geht es eigentlich um mehr oder weniger nichts mehr. Also die sind da oben relativ sicher mit dem 4:2 Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. Wichtig, wichtig, wichtig. Ein Abschluss heißt es Königsklasse. Große Frage ist jetzt da, ob jetzt auch Leverkusen weiterhin wichtig, wichtig Punkte holt, um eventuell einen anderen Gegner da in die Königsklasse zu bringen. Ja, die Halbzeit 2 war die ausschlaggebende Halbzeit gegen die TSG Hoffenheim, weil man eben in Halbzeit 2 dann das Blatt wenden konnte. Ja, das Spiel gegen Freiburg, also auf der Hinsicht, dass eben dieses Spiel auch vielleicht mit dem DFB-Pokal so ein bisschen kollidieren könnte. Man darf nicht vergessen, dass die Freiburger im DFB-Pokalfinale sind. Denke ich mal, könnte es wirklich in viele Richtungen gehen, aber ein torreiches Spiel werden. Am Abschluss wird es aber ein 2:2. Freiburg, auf der einen Seite wollen sie in die Königsklasse, auf der anderen Seite wollen sie aber auch den DFB-Pokal gewinnen. Also ein Zwiespalt bei den Freiburgern. Welche Richtung das sein wird, das wird sich zeigen am 34. Spieltag. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum. Und ja, man darf auch nicht vergessen, auch Union Berlin hat da so ein paar Ansprüche noch in Richtung Europa League, beziehungsweise vielleicht im Worst-Case-Fall noch Conference League. Aber zumindest international darf man nächste Saison auch wieder dabei sein von der Partie. Und da ist natürlich dann jetzt die Frage, eben wo. Gegner ist dieses Mal der VfL Bochum im letzten Spieltag. Die mit 2:1, dem 2:1 Erfolg gegen Arminia Bielefeld, die Bielefelder in Zugzwang gebracht haben. Im Endeffekt zweite Halbzeit zum Wegschalten. Man muss es im Endeffekt so sagen. Auch wenn dann Abschluss die Entscheidung für den VfL Bochum in Halbzeit 2 am Ende des Spiels erst passiert ist. Aber ja, sonst war das Spiel wirklich nicht wirklich sehenswert. Jetzt gegen Union Berlin denke ich mal wirklich, dass das auch so ein bisschen vor sich her plätschern wird und Union Berlin relativ früh führen wird und dann Abschluss das Spiel mit 2:0 gewinnt. Das nächste Spiel, jetzt geht es nämlich in Richtung Abstiegskampf, ist das Spiel zwischen der Borussia aus Dortmund und der Hertha aus Berlin. Und ja, die Borussia hat einen 3:1 Erfolg gegen Greuther Fürth feiern dürfen und damit definitiv auch bewiesen, warum sie Vizemeister geworden sind. Andersrum, natürlich mache ich jetzt sagen, so von wegen, ja, 3:1 Erfolg gegen Fürth, kann man so mal unterschreiben. Aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat, Dortmund hat dieses Spiel doch sehr in Richtung Freundschaftsspiel plätschern lassen, was mich auch so ein bisschen überrascht hat. Klar, es gilt für die Dortmunder um nichts mehr. Andersrum haben sie eben jetzt auch keine anderen Wettbewerbe mehr, wo sie dabei sind. Also vielleicht für die Fans so ein bisschen nochmal
guten Fußball zeigen, könnte interessant sein. Ja, gegen Fürth, ja, Akzente technisch, immer mal wieder Tempo kurz erhöht, Tor erzielt, Tempo wieder runtergestellt, Tempo erhöht, Tor erzielt, wieder runtergestellt. Mal gucken, ob es gegen die Hertha anders laufen wird, denn die Berliner könnten theoretisch ja noch absteigen, theoretisch. Dafür müssten sie dieses Spiel A verlieren und B müsste der VfB Stuttgart das Spiel gewinnen. Dementsprechend der Druck bei der Hertha relativ niedrig. Die brauchen nur einen Punkt gegen Borussia Dortmund. Im letzten Spiel gegen den FSV 1:05 hätte man fast diesen Punkt erzielt. Ja, eben nur fast. Denn das 2:2, was dann für die Berliner gefallen ist, was aber abgepfiffen worden ist, weil ein Foul vorangegangen ist, eben mit der Möglichkeit des direkten Tores, aus meiner Sicht, schwierige Situation. Also aus meiner Sicht ist es nicht zwingend ein Foul, was man abpfeifen müsste. Und damit hätte die Berliner Hertha dementsprechend den Abstiegskampf vermieden, diesen halbwegs spannenden Abstiegskampf. Klar, jetzt mögt ihr sagen, so von wegen, seht ihr anders. Gerne in die Kommentare eure Meinung zum Spiel zwischen Mainz und Hertha und dem Foul, das zum 2:2 bzw. nicht 2:2 geführt hat. Ja, dementsprechend jetzt natürlich die Hertha gefordert gegen Borussia Dortmund und ich denke mal, dass die Dortmunder das einfach schlitzohrartig ausnutzen werden, sich revanchieren werden und dementsprechend dieses Spiel vielleicht jetzt nicht zwingend überraschend gewinnen werden, aber knapp gewinnen werden mit 2:1. Was die Berliner natürlich unter anderem nach Stuttgart schauen lässt. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und den Leipzigern. Und bei RB Leipzig, ja, 4:0 Erfolg gegen Augsburg. Dementsprechend eine gute Position für die Königsklasse. Man ist definitiv wieder auf einer guten Position. Frage ist natürlich, kann man diese gute Position aus dem Stand in die Königsklasse schaffen? 4:0 Erfolg, Augsburg, Halbzeit 2, definitiv das, die Halbzeit, wo eben Augsburg viele Fehler gemacht hat. Man muss das so sagen, viele Fehler gemacht hat, was eben Leipzig zu den Toren gebracht hat. Gegner, Bielefeld. Ein 2:1 Niederlage gegen den VfL Bochum. Enorm bitter, denn diesen Punkt hatte man jetzt schon fast. Aber eben halt nur fast. An Abschluss hat man eben dann diesen Punkt eben über die Zeit nicht retten können. Und dementsprechend hat man dieses Spiel dann unglücklich verloren. Ja, was dementsprechend natürlich jetzt die Bielefelder dazu zwingt, das Spiel gegen Leipzig zu gewinnen. Und ich denke, dieses Mal schafft Bielefeld es nicht, am letzten Spieltag sich noch gerade so zu retten. Bielefeld verliert das Spiel und verabschiedet sich in Liga 2 mit einem 1:3. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln. Und ja, jetzt mag man sagen, so von wegen, ach immer, und wirklich jetzt. Ja, wirklich jetzt. Denn es geht darum, noch für den 1. FC Köln, in welche internationalen Wettbewerb sie kommen. Ob es jetzt Conference League wird, ob es Europa League wird. Ne, also das wird sich dementsprechend zeigen, ob jetzt der 1. FC Köln eben höherklassig international spielt oder eben in dem neu kreierten Wettbewerb, der es seit dieser Saison gibt, jetzt dabei ist. Ja, beim VfB Stuttgart dagegen geht es darum, um den Klassenerhalt. Um den entweder direkten Klassenerhalt oder eben über den Relegationsklassenerhalt oder eben den Nicht-Klassenerhalt. Denn je nachdem, wie der VfB Stuttgart spielt, wird natürlich dementsprechend die anderen Spiele wichtig. Wenn der VfB Stuttgart nämlich nur unentschieden spielt, dann ist es egal. Dann ist Bielefeld abgestiegen, die Hertha ist sicher. Wenn Stuttgart gewinnt, müssen sie natürlich darauf hoffen, dass die Hertha verliert. Beziehungsweise, ja, so sieht's aus. Alleine weil das Torverhältnis der Berliner relativ katastrophal ist, hat man dementsprechend dann mit einem Sieg den Erfolg, in der Klasse zu bleiben. Andersrum verliert man dieses Spiel sogar und das relativ deutlich und Bielefeld gewinnt dieses Spiel. Ist es vielleicht so, dass Bielefeld sogar die Relegation schaffen könnte? Das heißt, wieder mal den VfB Stuttgart ärgert, wie schon in der vergangenen Saison, wo es eben ums internationale Geschäft noch ging. Ja, schauen wir mal. Also dementsprechend die Ausgangssituation hochinteressant. Im letzten Spiel der VfB Stuttgart mit dem 2:2-Erfolg gegen Bayern München, eigentlich ein guter Auftritt. Diesen Auftritt muss man jetzt gegen Köln wiederholen, beziehungsweise man muss den sogar verbessern. Man muss eigentlich gewinnen, um den Klassenerhalt zu holen, beziehungsweise man muss darauf hoffen, dass Dortmund gewinnt. Der SFC Köln dagegen,
Ja, 0-1 verloren gegen Wolfsburg. Dementsprechend vielleicht die Europa League drinne, vielleicht eben aber auch nicht. Das wird sich eben zeigen, auch je nachdem, wie unter anderem Union Berlin spielt. Und in diesen Konstellationen und allem drum und dran und mit hin und her und wie auch immer, denke ich mal, wird der VfB Stuttgart die Überraschung schaffen und Stuttgart bleibt in der Liga. Stuttgart gewinnt mit 2-1. Was bedeutet? Richtig, wir sehen die Hertha in der Relegation gegen denjenigen, der in der zweiten Liga dann Dritter wird. Was ja auch noch nicht ganz klar ist, ob es nun Werder Bremen wird oder der Hamburger Sportverein oder Darmstadt 98. Auf jeden Fall solltet ihr definitiv dann dementsprechend den Zweitligatipp euch auch angucken. Der kommt entweder gleich oder ist schon online. Und wenn ihr natürlich hier auch eure Meinung dazu abgeben wollt, gerne unten in den Kommentaren. Tipps natürlich auch gerne in den Kommentaren. Relegationstipp kommt selbstverständlich. Wir sehen uns hoffentlich dann zum kommenden Spieltag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet rein. Wenn nicht, dann wäre es natürlich tragisch. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.